Warum? Weil ich mir, weil ich euch gewünscht hätte, dass wir in der ersten Liga bleiben. Das ist unfassbar. Diese Fahne habe ich gesehen beim ersten Spiel in der Rheinlandhalle 1995. Da hing sie genau an der Nordecke über dem Rest. Und ich durfte jetzt auch dieser Fahne unterschreiben, was mir unglaublich viel bedeutet, weil ich bin verdammt nochmal nur der Stadionsprecher. Dieser Verein ist so riesig groß. Ich habe das so oft gesagt, dass kein Name größer ist als der Verein. Aber wenn ich sehe, was ihr mir hier für einen Empfang bereitet, dann macht mich das nicht so fertig. Ich habe beim Warm-up Rotz und Wasser geheult. Ich sage es, das wird auch gleich noch passieren, 100%. Ob das Jockel ist, ob das Wolfgang ist, ob das Bobo ist, ob das Ort ist, einfach nur
Ich habe ihn gerade gesehen an Marc Torke. Ein riesen Dankeschön an Stefan Volland, unser DJ Volli. Ihr zwei, ihr seid nicht nur die DJs an meiner Seite gewesen, denn das, was ich heute gewinne, sind echte Freunde. Wir haben so viel hier erlebt, so unglaublich viel hier erlebt gemeinsam. Wir haben sogar eine Schlacht geschlagen und, hör auf zu heulen, war schon. Wir haben so große Schlachten geschlagen und das, was ich mit euch habe, das bleibt halt ein Leben lang. Das ist nicht nur hier im Stadion, das geht darüber hinaus. Und dafür euch ganz, ganz herzlichen Dank. So, drei Dankes habe ich noch. Einmal Renato und Wolfgang. Meine Tante und mein Onkel, die hier im Stadion sitzen, gemeinsam mit meinem Partner. Mein Onkel Wolfgang war es mit meiner Tante Renate, die mir damals 1995 ein Ticket geschenkt haben für ein Spiel. KSV gegen KC in der Rheinlandhalle. Das ging 2:6 verloren. Ich stand auf der Nordtribüne. Mein Herz war für immer ans Gefühl, da ist mir verloren. Und so ist immer bleiben. Renate Wolfgang, Dankeschön. Und heute sitzt auch mein Patenkind, die genau 18 Jahre alt geworden ist. Sag mal, Serena, dein Applaus. Genau so alt wie du bist, solange mache ich diesen Job hier. Dankeschön natürlich an euch alle. An euch alle, wie ihr seid. Ob ihr hier unten steht mit dieser Fahne, ob ihr hier alle steht. Ich durfte das für euch machen. Ich durfte eure Stimme sein. Ich habe das nicht als Selbstzweck gemacht. Wobei Marco und ich, als wir damals mit 24 Jahren das gestartet haben, waren die geilsten Jungs der Welt, definitiv. Aber wir haben das für euch gemacht. Wir durften eure Stimme sein. Und das ist ein unschätzbares Privileg. Ich habe das nicht zum Selbstzweck gemacht. Ich freue mich, dass ihr heute alle hier steht, dass ihr auch mir zujubelt, den Jungs hier zujubelt. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen für eure Energie, eure Leidenschaft. Ihr seid Kiefer! Ihr seid die Pinguine! Ihr seid der KSV Wandermann! Denn da sitzt das, was mein Leben ist. Da sitzen zwei von meinen drei Töchtern. Da sitzen Luisa, da sitzen Frieda, im Gedanken Marie, da sitzt die Liebe meines Lebens, da sitzt meine Mama, da sitzen meine Freunde und meine Familie. Und die haben ganz, ganz lange auf den Papa verzichtet, Frieda. Die haben ganz, ganz lange auf den Papa verzichtet. Und jetzt ist an der Zeit, ihnen meine Zeit zurückzugeben, denn sie waren alle mein Rückgrat, egal, und meine Familie, Leute, meine Lebensgefährtin, sage ich euch, kommt aus Düsseldorf. Und soll ich was sagen, ist die Mutter meiner Tochter Marie, die heute 6 Wochen alt wird. Also insofern, es gibt mein ganzes verdammtes Leben, wirklich, das ist mein Leben und ich habe 18 Jahre diesen Job gemacht, mit viel, viel Herzblut, mit ohne Ende und wisst ihr was, egal was passiert, ich bleibe Fan der Pinguine, egal ob 1. Liga, 2. Liga, Oberliga, Scheißliga, mein Herz ist schwarz-gelb, danke, deswegen komme ich jetzt in die Gänge hier. Lieber Christian, ich weiß noch, als wir das erste Mal hier als du auf das Eis gegangen bist, war dein Motto, ich kann hier machen, was ich will für euch. Ich darf mich nur nicht auf die Fresse legen hier auf diesem Eis. Über 500 Spiele, du hast dich, glaube ich, nicht ein einziges Mal aufs Gesicht gelegt. Ich kann mich noch sehr gut an den ersten Auftritt erinnern. Du warst so blass, du hattest so Schiss, hier aufs Eis zu gehen. Und durchfahren. Und ich glaube, ich kann das sagen, du warst damals der jüngste Stadionsprecher in der DEL
mit 24 und du gehst für mich, für viele von uns, als der Beste in der Du setzt dich für soziale Zwecke ein. Rivalität gibt es nur auf dem Eis. Du machst dir nie zu schade und vergisst noch deine Rede abseits des Eises. Zum Beispiel zu den Anschlägen in Berlin. Lass uns lauter sein als die. Du hast immer, immer die richtigen Worte gefunden. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn es gut läuft, ist das ein Stadionsprecher Kindergarten hier. Aber wenn es scheiße läuft, und sagen wir mal so, in den letzten Monaten ging es so, ja, da entscheidet es sich, wie gut man wirklich hier ist. Und du hast in jeder Situation immer die richtigen Worte gefunden. Du hast über 18 Jahre lang immer hier 100% gegeben für die Pinguine. Und ich möchte mich jetzt stellvertretend für uns alle bedanken. Du warst und bist in all den letzten Jahren das Konstanteste, das Beste, das Professionellste und das Wunderbarste, was uns Fans hier passieren konnte. Vielen Dank dafür. Danke, dass ihr hier seid für die Pinguine.